Initializing interface. Loading video protocol. Fragmentating data source, please wait. Complete. Commencing playback. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, schön, dass ich wieder eingekriegt habe, EBP. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Empyreon. Und wie ihr schon seht, es hat sich ein bisschen was getan. Es wurde ja im letzten Video auch schon so ein bisschen angetriggert. Und ja, ich habe hier fleißig gewerkelt. Ich habe meinen Garten fast fertig. Ne? Fehlt noch eine Glasscheibe. Eine, ne, die hier noch rein muss. Ich musste ein kleines Ständerwerk hier reinbasteln, weil das Ganze sonst nicht gehalten hätte. Ich habe da oben einen schicken kleinen Geschützturm. Ne? Zumindest schon mal in die Richtung. Ich habe eine Küche mit, Moment, Bewegungssensoren. Ray. Läuft. Ich habe hier eigentlich auch eine Tür, die automatisch auf und zu geht. Zack, gucken wir mal. Ja, ich habe hier Bewegungssensoren. Ich kann mich hier halbwegs frei bewegen. Ich habe Tapete, warum auch immer. Ne? Und ich habe mein Bett in der Küche. Wie gut ist das? Morgens aufstehen, gleich Eier essen. Gib Eier, ja. Und dann, das hier. Also, das ist echt scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Wasser hier wegkriege. Das macht. Stört mich jetzt nicht so großartig, also spieltechnisch nicht, aber es sieht kacke aus. Und hier unten ist der Hangar, zusammen mit meinem großen Konstruktor. Ne, hier soll über kurz oder lang mein kleines Raumschiff rein. Das werde ich wahrscheinlich sogar mit euch zusammenbauen. Und dann habe ich hier meinen Farmer, der funktioniert doch immer noch, hat aber offensichtlich keinen Strom mehr. Das ist mal war nicht doof. Hier noch was drin. Irgendwo noch drin. Hier, noch ein bisschen was. Hier gehen wir erstmal. Tanks befüllen. Zack, da läuft er wieder. Kommt halt bei raus, wenn er den ganzen Tag läuft. Ne? Hier ist sogar noch was drin. Das ist ja toll. Zack, kommt da noch ein bisschen mehr rein. Vielleicht was essen, wenn wir schon mal dabei sind. Ob ich die dabei habe, weiß der Geier. Aber egal. Mein Leben ist relativ niedrig, tatsächlich sogar. So, jetzt sind wir gerade weg. Aber wo ich hin wollte? Ich wollte hier hin. In meinen Hangar. Und zazarab. Bewegungsmelder, Tor auf. Und hier kommt nochmal ein Bewegungsmelder. Geht das Tor zu. Und dann sind wir auch schon draußen. Und auch da hat sich ein bisschen was getan. Alles noch im Entstehen begriffen, so ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall schon mal voran. Hier ist die nette kleine Einfahrt, aus der wir gerade gekommen sind. Da ist Fleisch. Das ist die falsche Waffe. Die Waffe. Fleisch sind wir Fan von, nehmen wir mit. Ne, das ist hier die Einfahrt, in die Garage runter und hier geht es ganz normal. Warum ist hier grün? Warum ist das grün? Man weiß es nicht. Man rätselt noch. Aber halb so wild. Dann nehmen wir hier wieder. Hier hatte ich das. Ja. Und grün dazu. Zack, dann bin ich jetzt einheitlich grün. Warum hatte ich nicht gelb? So wie alles andere auch. Zack, leuchtet ja fast gar nicht. Ich habe hier vernünftig Außenbeleuchtung, für die ich demnächst nochmal einen Schalter bauen werde. Was bist du? Du bist für die Geschütztürme. Ja. Damit kann ich die Geschütztürme hoch und runter fahren, die ich hier oben stehen habe, aktuell deaktiviert. Gerade keine Gefahr, warum soll es mir so schwer machen?
Ja. Für jeden Baum ein AKW. Hier oben ist alles betoniert. Von dem Haus ist mittlerweile gar nicht mehr so viel zu sehen. Ich habe endlich mal die Solarkollektoren ein bisschen ausgerichtet, sodass sie auf den Sonnenverlauf achten. Allerdings ist gerade echt beschissen Licht, weswegen auch mein Stromverbrauch irgendwie extrem hoch ist, beziehungsweise meine Reserven ziemlich hart angeknackst werden. Dann sehe ich, dass dieser Bildschirm hier nicht aus ist. Den Schalter will ich nicht. Zack. Hey. Mach dich mal aus. Ist sogar ein versenkbarer. Der wird tatsächlich nochmal neu gemacht. Der gefällt mir so noch nicht. Und dann, ja, ist das hier alles irgendwie ganz cool geworden. Sind wir auch schon wieder vorne. Was ich hiermit mache, weiß ich noch nicht. Ne? Also auf jeden Fall erstmal aufräumen. Das geht ja gar nicht. Hier fehlt was. Da muss noch was hin. Aber gut, machen wir nicht jetzt. Ne? Ansonsten sieht es doch mittlerweile ganz schick aus. Ich war zwischendurch, hatte ich versucht, eine Aufnahme zu machen. Rasen auf dem Beton, auch gut. Das ging gewaltig schief, weil Windows ein Update gefahren hat und ja, dann war erstmal alles für den Arsch. Gefällt mir nämlich das noch überall. Und mein Mikro hat nicht richtig aufgenommen und bla und Keks. Und jetzt muss ich jetzt mal gucken, ob es das jetzt tut. Ja, jetzt tut es das. Sehr schön. Und ich war massiv genervt. Ne, war eigentlich eine ganz coole Aufnahme. Ich hatte so ein. Scheiße. Hatte so ein abgestürztes Raumschiff tatsächlich abgefarmt. Wirklich komplett abgefarmt. Ich habe das Ding so ziemlich komplett auseinandergenommen. Naja, habe mich danach dann halt ein bisschen geärgert, dass ja, das alles nicht vernünftig aufgenommen wurde. Aber naja, das heißt, wir suchen uns heute was Neues. Auch gezeigt hatte ich da schon, dass ich tatsächlich ein bisschen unterwegs war. Wir gehen jetzt mal hoch. Lift it up. Ne, ich habe die Karte ein bisschen weiter erkundet. Was gefunden. Habe ich ein bisschen Kupfer, hier ein bisschen Eisen, Promethium leider noch nicht. Ne? Und hier war ich halt bei Crash Titan, der einmal komplett auseinandergebröckelt ist. Da ist noch ein Old Tower, da können wir vielleicht nochmal hinfliegen. Und hier haben wir Crash Sentinel, aber irgendwie habe ich noch keinen Sauerstoff in meinem Anzug, glaube ich, beziehungsweise habe keinen eingelagert. Müsste vielleicht nochmal welchen herstellen. Da haben wir dann noch eine aufgegebene Drohnenbasis. Das klingt ja auch ganz interessant. Vielleicht fliegen wir da mal hin. Das ist eine alte Basis. Was machen wir? Anderen Artefakt, das habe ich auch schon abgegrast. Da habe ich tatsächlich das Multitool Level 2 her. Das ist alles schon so ficker weit weg. Guck mal da. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das sind die Polaris. Ich glaube, die sind sogar ganz gut, um zu sprechen. Ja. Ich glaube, wir fliegen mal zu den Polaris. Das ist nicht ganz so weit weg. Wegpunktbahnhöhung entfernen. Und gib ihm. Naja, nicht ganz so weit weg ist auch relativ, aber naja. So, ich habe hier mittlerweile, was ihr auch beim UEP gesehen habt, so ein kleiner Harvester dran. Sehr nützlich unterwegs, Holz zu farmen. Man war tatsächlich die letzten Folgen vor allem damit beschäftigt, dass diese beschissenen Schalter alle funktionieren. Das ist echt das Mal. Gefrickelt, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber irgendwann dann doch relativ logisch nachvollziehbar und echt gut umzusetzen. So, wir haben 78, ja, 50 Minuten Strom. Das reicht jetzt aber. Trotzdem nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Wir machen das nachher gleich im Konstrukt erstmal zu beziehen. Können wir nicht jetzt fix machen.
unterwegs. Kann der auch arbeiten. Bin ich eigentlich mittlerweile von hier ran. Würde ich immer noch mal einen wegnehmen, weil ich das von hier oben machen kann. Machen wir jetzt aber mal. Den kommt hier. Upp. So, den nehme ich von hier. So, warum kann ich kein Benzin? Weil du im falschen Lager bist. So. Mach mal hier. So viel du kannst. Weiter. Ja, und ansonsten, ja, eigentlich nur gebaut, 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 gebaut. Die Aufwärts sah am Anfang noch anders aus. Die hatte ich einfach nur so seitlich hochgezogen. Weil ich mir gedacht habe, oh, ja, reicht völlig. Dann kam ich so kurz vom Wasser raus und alles nicht so wirklich gerade und schön und schick. Und habe es dann nochmal umgebaut, so mit einem kleinen Knick, dass ich quasi vor der Basis rauskomme. Da hatte ich die Mauern allerdings auch nicht. Und ja, wird jetzt öfter auch mal von Truppentransportern und sowas angegriffen. Sodass auch die Gatlings echt wichtig geworden sind, dass die hier vernünftig mich mitverteidigen können, obwohl die gar nicht mal so viel Schlagkraft haben gegen die größeren Schiffe. Da werden auf Kurs oder lang nochmal ein paar Raketenwerfer ran müssen oder sowas. Ob es da noch größere gibt, keine Ahnung. Oh, Small Wreckage. Das war wohl mal ein Small Wreckage. Das hat sich überlegt. Ich dachte, das ist meine Rettungskapsel. Ich habe angefangen. Ah. Back to the Roots. Oh, Spider Nest. Da fahren wir mal ran. Zack. Und eine ganze Menge Eisen. Das möchte ich dann noch haben. Ich habe, obwohl ich Stahlplatten wirklich ohne Ende habe, meine Güte, diesen Titan auseinandergenommen. Und bin so voll gerotzt mit irgendwelchen Stahlplatten. Das ist schon nicht mehr feierlich. Pflanzenphase. Gucken wir mal. Irgendwen finden. Nicht so richtig. Ein bisschen Eisen. Das habe ich schon auseinandergenommen. Na gut. Kaffeepflanzen. Setzlinge. Okay. Gut. Silizium. Oh ja, Silizium brauche ich dringend. Ich habe so viel Scheiben gebaut, dass ich tatsächlich null Silizium habe. Ja, weil inzwischen zeige ich schon mal anderswo Silizium abbauen, aber. Das Lager ist auch so ziemlich erschöpft. Jetzt muss ich bei Zeiten nochmal gucken, dass ich diese mobilen Abbaustationen baue. Damit ich mal wieder ein bisschen die Vorräte aufstocken kann und da auch so eine regenerative Möglichkeit habe. Ich glaube, die bauen das Vorkommen nicht ab, sondern ernten in regelmäßigen Abständen. Von daher erhoffe ich mir da einiges. Wieder so ein Blindflug. Also ihr merkt, die Distanzen werden echt langsam groß. Es wird Zeit für was vernünftig Fliegendes. Damit ich hier nicht quer durch die Pampa eilen muss. Oh, noch ein Wreckage. Wenn es denn schon auf dem Weg ist. Ja. So. Das sieht mir aus wie eine Triebwerkssektion. Ist auf jeden Fall noch was drin. Einmal hoch. Was haben wir denn da? Kann das sich demontieren? Zelle reparieren. Upgrade. Demontieren. Das ist fun. Zack. Oh, Promethiumzellen. Die nehme ich tatsächlich gerne. Und das ist ein Energiebehälter. Ja, das war ein Energiebehälter. Das machen wir uns leichter. Dies ist mir so zu hoch. Zack. Dann sammeln wir den Scheiß nämlich einfach drauf. Der Rest schwebt hier oder was? Ja, ein bisschen
das Ding erreicht. Also zack, nochmal. 1400 Stahlplatten. Also wie gesagt, ich kann mich damit zuscheißen. So, und wo hältst du jetzt noch drauf? Ist hier noch was drin? Ja, das sah ein bisschen nach was aus, ne? Wir gucken mal. Genau. Ja, Überraschung. Fliehkraft. Nicht daran. Nö. Na dann, gucken wir mal, dass wir die Füße wegnehmen. Da waren wir drin. Da waren wir auch drin. Worauf steht denn das jetzt? Ja, okay, ist offensichtlich flugfähig. Warum mache ich mir solche Sorgen? Na, geht doch. Zack. Hätten wir das auch demontiert. Erledigt. Ehemaliges Wrack. Dann können wir auch schon weiter, würde ich sagen. So, und diesmal gucken wir tatsächlich, dass wir auch ein paar Quests kriegen. Der Wieland hatte kommentiert, angeblich geht das über F1. Dann machen wir das doch einfach mal. Wir sind zwar nicht so ganz auf der Höhe in Sachen Leben, aber wir sind ja mutig, ne? Oder tollkühn. Oder einfach nur dumm. Das kann natürlich auch sein. Also ich plädiere ja fast für dumm. Aber naja. So, und dann sollen hier jetzt schon die Taylor sein. Das sieht eher wieder unwirtlich aus. Hier kommen schon diese Kalksteine. Moment, das ist Getreide und das brauche ich gerade für meine Burger. Burger sind nahrhaft, sagt das Spiel. Ne, ist eine Pflanzenfarbe. Oh! Was willst du denn? Scheiß Raptoren, ey. Wieder nichts aus Jurassic Park gelernt. Oh, das war knapp. Jetzt mal ein paar Bandagen. Oh, sehen wir das positiv. Fleisch. Ja, ich kenne ja Menschen, die stellen den Detailgrad tatsächlich runter. Um eben sowas hier zu vermeiden, dass man seine Beute in diesem hohen Gras nicht wiederfindet. Ich finde das tatsächlich extremst affig. Weil ich kann halt in der echten Welt irgendwie auch nicht das Gras ausstellen, wenn es mir gerade nicht passt. Hey, den Dorn, sehr schön. Das Zeug brauche ich auch noch verstärkt. Ja, komm. Wegen ein bisschen Fleisch eiern wir jetzt nicht lange rum. Haben wir schon mal ein bisschen. Ja, haben wir ein bisschen. Füllen wir gleich nach. Zack. Und weiter geht's. Scheiß auf Getreide. Wir wollen Aliens. Wir sind für 18 Minuten. Ja, kaum da. Ist die Folge vorbei. Du betrittst polares Gebiet. Reputation. Normal. Okay. Vor uns. Geht auf jeden Fall schon mal eine POI. Abbauen, klemmen wir uns hier mal. Hä? Oh. Okay. Und wieder gilt goldene Regel. Wasser gleich Leben. Security 3. Und hier hätten wir auch Silizium. Oh, das sieht ja schon mal weit moderner aus als das, was ich da bei den anderen gesehen hatte. Das sieht aus wie so ein kleiner Walker. Eigentlich ganz cool. Das fehlt dem Spiel noch. Walker. Was ist das? Trading Station, Power Plant. Oh, das ist ja richtig Stadt. Das ist ja cool. Hat richtig Sinn. Security 1, Security 2 und eine Trading Station. Ich glaube, da werden wir mal reingucken. Mit Hangar. Okay. Das heißt, wir schießen lieber nicht. Geht die für mich auf? Wahrscheinlich nicht. Neutral. Doch. Coolio.
Moin Leute! Ich drücke hier einfach mal F1. Tatsache! Basic Spirit, ja, das ist das Tutorial. Human Remains. Aktivieren wir doch mal die Mission. Ja, los geht's. Was muss ich da machen? Persönliches Tagebuch. Bla 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 bla. Open PDA. Ich gebe mal auf das Protokoll. Lies zumindest die Beschreibung der Aktion. Sie enthält nützliche Tipps. Ja. So langsam. Ah. Erklärt, was passiert ist, aber nicht warum. Bla 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 bla. Open PDA. Ja, machen wir doch. So. Unidentifiziertes Schiff. Belohnung, ein Detektor. Zuerst klicke auf einen Eintrag für dieses Tagebuch in der Liste auf der linken Seite. Warte, bis diese Nachricht verschwindet, dann klicke an der oberen rechten Bildschirmecke auf PDA-Info, um die Einträge der Missionsbeschreibung anzuzeigen. Ah, okay. Hartanzeige, ja. Das hat sich wahrscheinlich geändert. Der Schalter PDA-Log zeigt den Verlauf der Konversation und Anweisungen, falls dir eine Info aus den Nachrichten entfallen ist. Okay. Geh zur Signalquelle. Mache. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich die von denen bekommen habe. Das ist, glaube ich, so eine mehr oder minder Tutorial-Funktion. Promethium haben die auch. Geil. So, wo ist denn die Signalquelle? Banton Factory. Okay. Energiesignatur entdeckt. Die Spur führt sehr weit weg von unserer aktuellen Position. Die Signatur ist identisch zu der, die die Schiffe der UCH-Flotte verwenden. Endlich! Vor der Reise bietet es sich an, erst besseres Equipment, Waffen, eventuell einen Bogenleiter für einen höheren Schutzlevel herzustellen. Im Zweifel nutze eine Vorlage aus der Blueprint-Fabrik. Okay. Alien Tower. Crashed Capital Vessel. Old Tower. Unknown Helix. Kann ich mir das hier nicht irgendwie auf der Karte anzeigen lassen? Geh zur Signalquelle. Es ist die Titan, die Hülle. Achso. Zeigt Spuren starker Waffen und Verwitterung. Wirkt, als ob sie sich in Jahrzehnten oder länger hier liegen würde. Seltsam. Untersuche das Wrack nach Spuren. Aber bleibe vorsichtig. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sind vielleicht nicht weit weg. Die Titan. Finde das Mittelteil. Ja, habe ich. Hier. Die Scans zeigen, dass die Titan in mindestens 3 Teile zerbrochen ist. Sofern die Teile sich nicht unmittelbar in unmittelbarer Nähe befinden, nutze den Detektor im Inventar, um die 2 anderen Teile und damit hoffentlich mehr Informationen zu finden. Ja, geil, das habe ich quasi schon gemacht. Mittelteil habe ich gefunden. Titan Mittelteil. Boah, Sturmgewehr T2, geil. Überprüfe die Anzeige. Es wird ein schwaches Positionssignal oder ein Energiefluss ähnlich dem eines Containers oder eines Aufbewahrungsbehälters von einem Ende des Wracks angezeigt. Schau nach, um was es sich handelt. Das kann ich tatsächlich sagen. Warnbehälter. Finde das Titan-Hack. Habe ich auch schon gemacht. Das Speichergerät zeigt einige merkwürdige Kratzer, die fast wie die Symbole im schwarzen Turm aussehen. Es wurden die Worte Cyrex, Talon und die Alten eingerissen. Okay, die Alten kennen wir noch nicht. Die Brücke hatte ich auch gefunden. Leichter Schutz am Pulsgewehr T2, Regenerationspack. Finde einen Weg hinauf auf die Brücke und löse das Rätsel. Da waren Rätsel. Dort sollten Sie die nötigen Informationen finden. Ja, ich geschafft. Audio-Nachricht gestartet. Commander, wir können nicht länger auf den Sicherheitschef warten. Wir können auch keinen Kontakt mehr mit Apollon Station herstellen. Alex wird eine Nachricht hinterlassen mit Anweisungen, wie wir zu finden sind. Wir, Datei beschädigt. 25. Juli 2473. Maschinenraum meldet Einsatzbereitschaft. Alle Systeme bereit. Warp-Antrieb im Vorlauf. Es werden einige Störungen im Datei beschädigt. Von Nutzung abgesehen. Datei beschädigt. Von der Ankunft Hyperraumsprung wird ausgeführt. Datei beschädigt. 26. Juli 2473. Datei beschädigt. Kontakte angezeigt. Datei beschädigt. 26. Juli 2473. Sicherheitsalarm. Datei beschädigt. Kampfstation. Datei beschädigt. Datei beschädigt. Schilder ausgefallen. Antrieb ausgefallen. In Gravitation. Notsignal abgesetzt. Aufklärer haben von einer zentralen Radarstation aus geführt. Koordinaten festgestellt. Zerstören.
gleich viel witziger, oder? 27. Juli 2473. Misslungen. An alle Schiffe. Rückzug und Anweisung. Aufzeichnung abgebrochen. Wie es scheint, ist die Titan in einen Hinterhalt geraten und wurde zerstört. Das erklärt aber nicht die Verwitterung auf der Außenhülle. Zumindest die Koordinaten der Radarstation sind noch erhalten, aus der der Angriff geführt worden sein soll. Dort sollte man sich umsehen. Aber zunächst wäre es besser, stärkere Waffenpanzerung und ein schlagkräftiges Angriffsfahrzeug zu konstruieren. Das machen wir. Mit einer festen Basis werden bessere Konstruktoren verfügbar, sowie Waffen und Equipment, die für diese Unternehmung nötig werden könnten. Ein Bogengleiter mit Klonkammer zur Wiederbelebung in sicherer Umgebung wäre angebracht. Gucken wir mal. Ancient Revelation. When we entered orbit, scans briefly indicated the debris field. I am currently scanning the logs of the station for any signal or information. Our next objective should be to construct or acquire a warp-capable vessel. Yeah. I would suggest venturing to orbit as some of the scans indicate faint warp signatures, which should save us time and resources. Awesome plan, IDA. I know. Okay. Good. Begin log entry. IDA. Would you care to fill our audience? Es heißt EBP, die haben ja gar keine Ahnung. We are in the right spatial coordinates in the correct galaxy, Andromeda, but years after the primary Terran fleet arrived. Also, wir sind hier angekommen. Jahre nachdem die terranische Flotte eingekommen ist. Okay. Anscheinend hat ein Fehler im Warp-Antrieb von unserem Escape-Pod, mit dem wir hier gelandet sind, ein Wurmloch geöffnet und ein Loch in die Raumzeit gerissen. Wir haben die MS Titan gefunden und die Daten darin zeigen einfach, dass die Flotte zwar angekommen ist, aber in den Hinterhalt geraten und dann vernichtend geschlagen wurde. Nach allem, was wir wissen, könnten die Leute aber noch überlebt haben. Wir sind dem Cyrex Empire begegnet, ja, ist ein Wichser. Und haben den Namen Talon and Ancients, also die, uralten ist das falsche Wort, Ancients, scheißegal, eine alte Rasse halt. Unzureichende Informationen liegen vor über diese Wesen. So, Log-Eintrag ist komplett. Irgendwelche Ideen, was wir als nächstes machen? Jo, haben wir. Gut, als wir in den Orbit eingetreten sind, haben wir ein Schutzfeld entdeckt. Die IDA scannt aktuell vor weitere Signale oder Informationen. Und die will jetzt, dass wir ein Warp-Schiff bauen. Okay, wir sollten also erstmal in den Orbit nachdenken. Na gut, aber ich will eigentlich noch irgendeine coole andere Mission haben. Spacebound. Polaris. Ah, totally overpowered. Mission benötigt zur Aktivierung eine Mindestreputation von Friendly. Das ist ja toll. Taylor? Diesen Friendly. Taylor, Pest Control. Predators are roaming our territory, frighten our children and attacking our workers. Will you take care of this threat and fend the predators? Okay, 10 Goldmünzen. Jo, machen wir. Die schnappen wir uns. Töte 10 Jäger. Kann ich mir doch handeln. Free Air finde ich gut. Okay, ich kann mit denen noch nicht handeln, aber ich kann diese blöde Mission machen. Dann gucken wir doch mal. Das sind die Security Posts. Wow, die haben echt schön viel Promethium. Kill Predators. Ich will da jetzt Creepy Oil. Okay. Targeted Count towards the mission. Alien Bug, Any, Cave Worm, Any und die hier. Das sind ja eine ganze Menge. Wenn ich jetzt hier auf OK drücke, sieht er was? So will ich gucken. Ja, ich hab das ja hier Lasergewehr bekommen. Das ist ja geil. Mit Mumpeln. Das ist noch viel besser. Leichter Schutzanzug. Mittlerer Schutzanzug. Den legen wir doch erstmal an. Unsere ist eh fast im Arsch. Drei Steckplätze, der hat zwei.
Ach, da brauche ich ja so eine Anzugstation. Was ist das? Pentaxid? Oh, cool. Cool. Lasergewehr. Das würde ich ja gerne nutzen, aber. Ja, ich muss mal so eine Anzugstation für meinen Rover hier bauen. Aber nichtsdestotrotz. Ich gucke mal, dass wir hier ein paar Prädatoren finden. Die meinen, deren Basis wird es ja recht aufgeräumt sein. Wir entdecken erstmal fleißig. Und hoffen, dass wir Viecher finden. Das geht im Bodenfass. Da haben wir auch schon was gefunden. Ja, der zählt. Wie schnell hämmert das Ding denn? Oh ja, der hat ja so eine Scheiße. Das war dumm. Okay. Du wurdest von Alienwurm erschossen. Sehr, sehr schnell. Ich glaube, mein Anzug gibt auch nicht mehr wirklich viel Schutz. Ja, wir belieben uns ja einfach wieder in die Fresse. Da ist der Rotzer-Typ schon wieder. Vergiss es. Psst. Ach, komm schon. Lass mal rein hier. Ein Stückchen weg. Ach, kacke, der Rotzer bleibt da liegen. Das ist ja schon mal dumm. Aber was wir machen können, wir stellen das Ding einfach mal daneben. Bauen wir uns ein bisschen Deckung. So, dann Impulsgewehr raus. Der lebt sogar noch, der Penner. Dass ich hier den schon tot gab. Der wohl mir was, bin mir ganz sicher. So. Ja, zwei tot. Bleiben noch 8. Und mein Inventar ist dezent voll. Jetzt mal so ein bisschen was loswerden. So, ja, einfach ablegen. Hier ist Detox-Kit, ist ja schon mal ganz cool. Oh, ich habe schon wieder so eine Hautverbrennung. Hilft das gegen Hautverbrennung? Auf eine Wunde? Ja, das gönnen wir uns dann erstmal. Upala. So, hat sich das schon mal erledigt. Und dann legen wir hier noch ein bisschen was ab. Weg. Noch ein Detektor, den können wir nochmal zerlegen. Stacken. Ebenfalls. So, wo ist der Rest von meinem Rucksack? Da. War ja noch einiges mehr. Jetzt haben wir noch ein bisschen Gold. Fleisch kommt woanders hin. Lasergewehr freue mich immer noch wie Bolle. Den brauchen wir vielleicht nochmal. Zelt brauchen wir jetzt gar nicht. Ein bisschen was essen können. Für den Burger, Junge. Zack. Den Rest wieder rein. Dann haben wir unser Multitool, unser Bohrer. Ah ja, Pulsgewehr T2 sogar. 68 Schaden. Minimal mehr. Ach, Scheiße, den wollte ich nicht mehr da. Oh. Unsere Panzerung hat etwas gelitten. Aber gut. Oh, nee, nicht unsere Panzer. Unsere Steuerdüsen. Das ist ganz schön scheiße. Da sind welche dran. Die sind doch da.
Was ist denn los? Ah, wir waren zu tief. Gut. Suchen wir mal weiter ein paar Prädatoren. Das ist, der sieht zwar so aus, ist aber keiner. Das hingegen ist einer. Das war ein Spitzenschuss, Markus. Stirb. So, einer weniger. Noch 7. Das machen wir jetzt auch fertig, egal ob die Zeit rum ist. Zack. Wo einer ist, könnte noch einer sein. Ich habe mir noch nicht irgendwie was Einfaches wie Spinnen oder sowas ausgesucht. Nein, ich muss hier diese Alienwürmer bekämpfen. Zack. Wird vielleicht auch Zeit für Fahrzeugwaffen oder so. Stuff rum. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Ist das noch einer? Oder ist das? Ne, ist ein Stein. Guti, da auch noch ein. Zack, Dauerfeuer. Das ist das nicht schwerer machen als ist. Ist das eine? Das. Gemüse war das. Na gut, das sieht hier ein bisschen anders aus. Das ist aber noch einer. Keine Ahnung, ob wir ihn treffen. 82 Meter. Ja. Gerade so innerhalb der Reichweite. Fleisch nehmen wir mit. Futter brauchen wir immer. Zack. Das Pulsgewehr ist ja tatsächlich ganz cool. Da hinten ist noch einer. Aber das ist mir jetzt zu weit weg. Das machen wir mit dem Bogen leider. Was wächst hier Schönes? Wir nehmen alles mit, was wir. Wie die Geier. Kräuterblätter. Das klingt gut. Pflanzenfasern. Mehr Kräuterblätter. Wie die Ski. Zack. Abranda. Rein in Scheiß und weiter geht's. So, warum benutze ich das Lasergewehr? Ich denke, das ist relativ klar. Für so ein paar Scheißviecher will ich hier nicht unbedingt. Gehen wir doch mal. Das ist kein Predator. Kein Raubtier. Das ist aber auch irgendwas. Da haben wir Predatoren. Ah, krebst du jetzt unter mir rum? Auch hin. So. Jetzt sind wir schon bei 9 von 10. Und der letzte. Tada! The Taylor Community gratefully gives thanks. Ja, hab ich doch gern gemacht, Leute. Bin ja kein. Und Mensch. So, ist das Vieh jetzt? Ist nichts wieder in der Hütte hier. Außer Pusteblumen. Diese viele abgeknallte, die können ja jetzt schon despawned sein. Schade. Das Fleisch hätte ich durchaus gebrauchen können. Da haben wir noch einen. Und noch einen. Das dürften dann auch alle sein. Ja, wieder eine Mission geschafft. Wupp, wupp.
auffüllen hier. Zack. Dann jetzt darf einfrieren. Da! 10 Goldmünzen. Ich werd verrückt. Das wäre irre gut. Ich würde gerne sagen, ich bin reich, aber ich glaube, das ist Quatsch. So, Taschenlampe auch wieder rein. Ja, feini. Das lief doch für eine erste Runde und für eine erste Mission ganz gut. Haben ein bisschen Gold bekommen. Wir müssen jetzt hier Pest Control. Predator Hunters. Gut. Die Unholy Temperate. Na egal. Wie sieht es denn jetzt hier bei den Fraktionen aus? Taylor, 5100. Nee, da sind wir. 3079. Polaris. Und bei denen, ja. Damit sind wir fast bei freundlich. Das ist ja der Shit. Und gerade ist die Facecam, glaube ich, ausgefallen. Dum, dum, dum. Aber gar nicht schlimm. Wir sind ohnehin am Ende. Also ich bin sowieso immer am Ende, aber wir sind am Ende der Folge vor allem. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier einfach ganz stumpf weiter. Weil das gefällt mir hier gerade ganz gut. Hier ist ein bisschen Bewegung in der Hütte. Ne, vielleicht baue ich zwischenzeitlich... Oh, jetzt habe ich doch wieder Kontakt. USB, Pülle.